Dienstag, 25. September 2018, 20.23 Uhr, das Spitzenspiel des 5. Bundesligaspieltages, 4. gegen 2. Kein Spiel mit Beteiligung von Dortmund, Leipzig, Schalke oder Hoffenheim. Stattdessen hat Werder Bremen Hertha BSC zur Partie der zwei bisherigen Positivüberraschungen empfangen und gleichzeitig den Lauf der Berliner gestoppt. Dank einer beeindruckenden ersten Hälfte bezwangen die Grün-Weißen die Berliner 3:1, 2:0. Beide Teams gingen personell durchaus verändert in die Partie, so feierte bei Hertha Trainersohn Palko Dardai sein Debüt in der Startelf, bei Werder durfte Martin Harnik von Beginn an spielen. Und diese Maßnahme hatte sich schon nach 11 Minuten gelohnt. Mit der Hacke beförderte Harnik den Ball zum 1:0 ins Tor unter tätiger Mithilfe der Hertha Abwehr. Fabian Lustenberger hatte seinem eigenen Torwart den Ball aus der Hand gespitzelt, Harnik blieb nichts übrig als zu vollenden. Fanprotest in den ersten 18 Minuten. Die Werder-Fans mussten für diese Aktion ihren Stimmungsboykott kurzzeitig unterbrechen. Die Anhänger hielten sich ansonsten weitgehend an die Vorgabe der Fanverbände, die aus Protest gegen die DFL und die Anstoßzeiten in der Liga für die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden zur Stille aufgerufen hatten. Die Werder Elf hatte es dagegen weniger mit Zurückhaltung, wieder und wieder bestürmte sie das Hertha-Tor und wurde kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem zweiten Treffer belohnt. Verteidiger Milos Velikovic traf nach einer Ecke zum 2:0. Die Berliner, die am Samstag ähnlich rauschhaft gegen Borussia Mönchengladbach aufgetrumpft hatten, waren mit diesem Resultat noch gut bedient. Nach dem Wechsel ging es für die Berliner mit der nächsten schlechten Nachricht weiter. Torwart Rune Jahrstein musste verletzungsbedingt durch Thomas Kraft ersetzt werden. Dennoch hatte die Hertha den besseren Start, der junge Javairo Dilros und erwischte Werder-Keeper Pavlenka kalt im kurzen Eck zum Anschlusstreffer. Hertha drückte nun, Werder hatte wenig Kontrolle. Als allerdings Herthas Nationalspieler Marvin Plattenhardt in der 66. Minute einen Elfmeter verschuldete und Maximaler Kruse daraufhin zum 3:1 verwandelte, war die Partie entschieden. Es war im 5. Spiel der 5. Strafstoß gegen Berlin, Bundesliga-Rekord. Werder Bremen, Hertha BSC 3:1, 2:0, 1:0 Harnik, 11. 2:0 Velikovic, 45. 2:1 Dilrosun, 53. 3:1 Kruse, 66. Foul-Elfmeter. Werder, Pavlenka, Gebrselassie, Velkovic, Moisander, Augustinsen, Şahin, Bargfrede 60. M. Eckestein, Klaassen, Osako, Harnik, Kainz 72. Kruse. Hertha, Jahrstein, Kraft 45. Lazaro, Stark, Lustenberger, Plattenhardt, Rekik, Meier, Dardai, Selke 65. Duda, Kalu 78. Dilrosun, Ibišević. Schiedsrichter, Winkmann Zuschauer, 40.000 gelbe Karten, Lazaro, Dilrosun.